Liga, die unter FC-Zehner mit SV Meppen entstand. 2:2 und wir sehen dann, dass hier im Sportbild heute 4.229 Zuschauer. Ich darf sehr herzlich den Trainer begrüßen, unseren Gästen aus Meppen, Christian Weithart, natürlich den Trainer unseres FC-Zehner, Marc Zimmermann. Also zunächst wie immer, natürlich als erstes der Gast das Wort, Christian Weithart, mit Ihrer Spieleinschätzung. Ja, guten Tag zusammen. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben, dass wir 1-0 und 2-0 in Führung gegangen sind, haben die eine oder andere gute Kontermöglichkeit in der ersten Halbzeit liegen gelassen. Da hätte ich mir gewünscht, gerade in der Phase, dass wir noch konsequenter sind und vielleicht wäre auch ein drittes Tor möglich gewesen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, dass wir nochmal so den einen Nadelstich setzen wollen, nochmal einen guten Konter fahren wollen. Und ja, wir haben uns hinten reindrängen lassen, ohne dass der Gegner in der Phase aber Möglichkeiten hatte. Wir haben eigentlich alles gut verteidigt, standen sehr tief. Und was dann in der 57. Minute passiert ist, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Sollte jeder, der mit Jena verbunden ist, seine eigenen Gedanken heute machen, ob man auf so einer Situation stolz sein kann, weil ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt war Jena überhaupt nicht im Spiel und durch diese Situation haben sie sich dann wieder zurück ins Spiel gekämpft. Mit der gelb-roten Karte am Ende kann das sogar nochmal ganz eng werden für uns. Ich glaube, das war ein ganz, ganz sicheres Spiel für uns heute, was wir dann zum Ende hin den Punkt behalten haben, bin ich trotzdem froh drüber, aber wie gesagt, was in der 57. Minute passiert ist, ich glaube, da fehlen mir eigentlich wirklich die Worte, weil wenn man dann anschließend noch sagt, ich habe es nicht gesehen oder ich habe es gar nicht registriert, dann muss man komplett blind gewesen sein und die Augen zugemacht haben. Wie gesagt, das müssen wir nicht mit uns abmachen. Wir können in den Spiegel gucken, geradeaus. Wir haben eine tolle Leistung abgeliefert und die andere Situation will ich gar nicht weiter beurteilen. Dankeschön. Vielen Dank. Zimmer. Okay, danke schön. Zwei Gemeinsamkeiten sind zum als allererstes die 57. Minute oder die ominöse Minute. Stimme ich zu. Bin ich nicht stolz, das kann ich sagen, obwohl ich jetzt nicht der bin, der irgendwas bewerten könnte, weil ich nicht auf dem Feld war. Ist richtig, die hat das Spiel auch maßgeblich beeinflusst. Und die zweite Gemeinsamkeit ist, dass ich mit dem Punkt auch zufrieden bin. Aber alles andere, muss ich sagen, also ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit sehr viele Möglichkeiten hatten, wo unsere eindeutige Abschlussschwäche wieder zum Tragen kam, dass wir uns durchspielen. Wir lassen den Gegner zweimal vor unser Tor. Er spielt einen blitzsauberen Konter zu 0-1. Und wir erarbeiten uns Möglichkeiten, bringen den Ball nicht übers Tor, über die Linie und ja, das ist teilweise schon richtig krass, wie man merkt, wie das Selbstvertrauen immer weiter sinkt bei unseren Spielern und wie sie die Verantwortung abschieben nach vor dem Tor und nicht mit dem unbändigen Willen das Tor machen. Und dann kriegen wir noch einen Standard, wo wir eine klare Zuteilung haben und wieder fahrlässig verteidigen, was auch in den letzten Wochen dazu geführt hat, dass wir in Rückstand geraten und im Grunde genommen hat sich die Mannschaft einfach nicht belohnt für den Aufwand, den sie gegeben hat. Und in der zweiten Halbzeit, auch bis zu dieser Szene, war Meppen nicht einmal vor unserem Tor. Also wir haben genügend Möglichkeiten, wenn ein Puma oder einen Dietz, einen Günther Schmidt, wenn wir reihenweise Möglichkeiten haben und vom gegnerischen Tor, dass ein praktisch einer den Stecker zieht und ich gar nicht aufs Tor schießen will, dann schieße ich auch kein Tor, das ist mir völlig klar. Aber darum geht es einfach, dass wir werden dieses Jahr dritte Liga spielen, wir wollen es aber auch nach Möglichkeiten dann im nächsten Jahr auch. Und dann müssen wir einfach auch zu den Abschlüssen kommen. Und dass wir natürlich dann diese Szene, die da zu dem 1-2 geführt hat und Oberwasser bekommen haben und das 2-2 noch machen, ich bin mit der Mentalität, mit der Moral der Mannschaft bin ich absolut zufrieden. Nichtsdestotrotz kann ich es absolut nachvollziehen, dass die Meppener Spieler oder der Meppener Spieler, auch ihr als Trainer, als Verantwortlich, dass ihr sauer seid und es ist eine absolut kuriose Szene gewesen und ich bin nicht stolz darauf, dass unser Spieler Sven Eismann den Ball genommen hat und zum Tor zieht und abschließt, keine Frage. Dankeschön.